Anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Staatlichen Studienakademie Thüringen wurde am 8. Juni 2013 das erste Alumni-Treffen gefeiert. Vielen ist der Begriff Alumni unbekannt. Wir haben Jürgen Müller, einen Professor der Berufsakademie in Gera, gefragt, was es mit diesem Begriff auf sich hat. Ein Alumni, das ist ein Absolvent oder eine Absolventin einer Hochschule. Und wir haben alle unsere Absolventinnen und Absolventen der vergangenen Jahre eingeladen zu diesem Fest und freuen uns, dass so viele gekommen sind. Mehr als 200 Studenten freuten sich, ehemalige Kommilitonen an vergangener Lehrstätte zu treffen und sich über die verschiedenen Werdegänge auszutauschen. Was war der Anlass, ein Treffen der Absolventen zu veranstalten? Wir haben uns überlegt, was machen wir zum 15-jährigen Bestehen der Berufsakademie in diesem Jahr, und da fiel uns ein Alumni-Treffen. Und der Bedarf war auch schon da, denn viele Ehemalige begrüßten das und sagten: Wunderbar, dass ihr das macht. Wir freuen uns sehr, unsere ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen dann wiederzusehen. 1998 wurde die Berufsakademie Gera gegründet und sorgt seitdem mit über 2000 Absolventen für neue Fachkräfte in der Region Ostthüringen und darüber hinaus. Viele der ehemaligen Studenten kamen nicht allein, sondern mit ihrer eigenen Familie. Kinder der Alumnis belebten die Atmosphäre des Campus. Der ehemalige Direktor, Professor Benno Kaufold, erinnert sich an die Anfangszeiten der BA. Und ich durfte ja ein Drittel dieser 15 Jahre mitgestalten als Direktor. Dann kann man einfach sehen, was wir heute als Ernte auch einfahren. Und damals die Erinnerung an 2001 bis 2006 mit dem alten Standort, ja, und nach Berliner Straße, mit dem Neubau in der Zwischenzeit, dieser Campus, der hier zum Leben erweckt wurde, und auch mit den Studenten. Und deswegen sage ich immer, das Wichtigste sind unsere Studenten, die anschließend als Absolventen nach draußen gehen als Botschafter. Und ein Dankeschön muss man einfach sagen an die viele Unterstützung, auch von der Landesregierung, mit den Ausbildungspartnern. Aber das Wichtige sind bei uns eben die Studenten. Ja. Das wünsche ich nach den 15 Jahren, sagen wir mal die nächsten 5 Jahre erstmal, dass sich Gera und dass es auch jeder in Gera dann verstanden hat. Gera ist ein Hochschulstandort mit Studenten an der Berufsakademie. Für viele Jugendliche ist ein duales Studium ein sicherer Start in das Berufsleben. Mit den derzeit 13 lehrenden Professoren ist vor allem die praxisnahe Ausbildung im dualen System die Stärke der Berufsakademie. In Kooperation mit dem Standort in Eisenach wird ein breites Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten abgedeckt. Ab Herbst 2014 wird es die Möglichkeit geben, Wirtschaftsingenieurwesen und Sozialwirtschaft dual zu studieren. Die beiden Standorte sind ja 1998 so als erstmal räumliche Standorte gesetzt worden und wurden aber auch damals die Profile abgestimmt. Ja, und das gilt auch heute noch. Das heißt, die Studienrichtungen, die wir hier anbieten, sind also Ergänzungen, die also von der Eisenach mitkommen und keine Doppelstandorte in dem Sinne. Und die staatliche Studienakademie ist ja das Ganze in Thüringen. Auch wenn wir über zwei Berufsakademien verfügen und die Profillinien, die sind abgestimmt. Und das bestätigen auch unsere Industrie- und Praxispartner, dass diese Angebote angenommen werden. Bei strahlendem Wetter und Live-Musik wurde interessiert ausgetauscht. Zu erzählen gab es viel. Denn die verschiedenen Berufskarrieren der Absolventen sind breit gefächert. Viele der jüngeren Besucher begeisterten sich für das dortige Angebot an Spiel und Spaß, zeigten Freude und konnten sich eventuell auch für das Campusleben begeistern.